Ja, ich glaube, es ist eine sehr starke zweite Liga dieses Jahr, wie sie letztes Jahr auch schon war. Aber ich glaube, dieses Jahr ist sie noch ein Tick stärker. Kam natürlich mit Freiburg noch eine super Mannschaft dazu. Ja, und dann schauen wir mal, wer am Ende oben steht. Ja, es war natürlich sehr anstrengend. Jeder hatte seinen individuellen Plan für zu Hause. Dann haben wir 2 Wochen trainiert, dann hatten wir wieder eine Woche frei. Mussten dann natürlich dann auch wieder laufen. Und ja, es war anstrengend, aber es hat uns allen gut getan. Ja, ich glaube, wir freuen uns alle riesig, dass die Saison wieder losgeht. Dann so ein Spiel zum Anfang ist natürlich ein absolutes Highlight. Ja, ich glaube, die eigene Verfassung ist ganz gut, aber es geht natürlich immer besser. Wir sind gerade am Anfang der Saison, die startet jetzt erst und mit der Zeit wird natürlich noch einiges aufgebaut. Ja, ich glaube, wir haben sehr gut gearbeitet, sehr gute Testspiele gehabt, beide gewonnen. Ja, und das probieren wir dann für Samstag mitzunehmen. Ja, ich denke, das ist eines der besten Stadien der zweiten Liga. Und ja, so ein Spiel muss man genießen und wir werden es voll konzentriert angehen. Ja, ich glaube, dass wir eine eingespielte Mannschaft sind. Es sind ein paar neue Jungs dazugekommen, die uns natürlich sehr gut tun und ja, ich glaube, das ist das große Plus. Ja, es war ein Vorbereitungsspiel wie jedes andere auch. Wir haben taktisch sehr gut gespielt. Ja, man hat gesehen, wieder vor dem Tor sind wir eiskalt, wir brauchen nicht viele Chancen. Ja, und das hoffe ich, können wir am Samstag umsetzen. Ja, direkt vorbereitet auf St. Pauli haben wir uns noch nicht, aber ich schätze sie als eine spielstarke Mannschaft ein. Und ja, wir müssen wieder gegenhalten, damit wir da punkten. Ja, wir fahren nach Hamburg, um natürlich Punkte mitzunehmen. Das erste Spiel ist immer das schwerste Spiel und ja, wir probieren da zu punkten.